Bist du ein Loser? Bin ich ein Loser? Etwa jemand, der aufgibt? Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das Bertolt Brecht-Zitat lässt sich auch auf Videospiele anwenden, insofern man es so interpretiert, dass man möglicherweise einiges verpasst, wenn man sich nicht auf ein Spiel einlässt und es zumindest versucht. Aber sollte man, was man anfängt, nicht auch zu Ende bringen? Am besten alle Achievements einsammeln und direkt Platin holen? Heute gibt's meine Perspektive, die Erfolge und Misserfolge. Dieses Video wird euch präsentiert von Game Machines, wo ihr mit wenigen Klicks euren Wunsch-PC zusammenstellen könnt. Ihr kauft hier völlig ohne Risiko, denn alle PCs kommen mit einer 30-Tage-Rückgabegarantie. Jetzt auf gamemachines.de. Spielabbrecher. Ist das eigentlich genauso schlimm wie Schulabbrecher? In Zeiten von Service Games ist es gar nicht mehr so selbstverständlich, dass man Spiele überhaupt durchspielen kann. Zumindest nicht anfänglich, denn das nächste Inhaltsupdate ist schließlich schon längst geplant. Das Ende von Assassin's Creed Valhalla hat mir überhaupt nicht gefallen. Es fühlte sich nicht nach einem Ende an, und das, wo das Spiel an sich schon viel zu lang war. Ich kann es keinem verübeln, der dieses Spiel irgendwann abgebrochen hat. Schließlich wiederholen sich die Tätigkeiten, die man hier absolvieren muss, immer wieder. Und die Story ist auch nicht so spektakulär, dass man sie erlebt haben muss. Dass das kommende Assassin's Creed Mirage wieder etwas kompakter und auch kürzer sein wird, ist sicher im Sinn vieler Spieler, die nicht unendlich viel Zeit zum Spielen zur Verfügung haben. Ich bin allerdings jemand, der Spiele schon sehr gerne zu Ende spielt. Es nagt ein wenig an mir, wenn ich ein Spiel nicht beendet habe. In der NES- und Super Nintendo-Ära lag das Nichtbeenden teilweise an dem absurd hohen Schwierigkeitsgrad. Das musste ich akzeptieren. Später lag's eher an Zeitmangel oder schlicht daran, dass ich mich von einem neuen Spiel habe ablenken lassen. Und auch wenn ich mir immer wieder vornehme, nicht zu viele Spiele gleichzeitig zu spielen, passiert es mir immer wieder. Einen YouTube-Kanal zu betreiben und dabei möglichst etwas Material von einigermaßen aktuellen Spielen haben zu wollen, hilft da aber tatsächlich nicht. Was machst du? Ich spiele gerade Horizon Forbidden West, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom und Diablo 4. Und eigentlich auch noch Rayman Legends und Resident Evil Village VR. Ach ja, und Marvel's Midnight Suns, das habe ich schon fast wieder vergessen. Call of Cthulhu hatte ich auch angefangen, weil ich's im Sale geschnappt habe und es mich irgendwie interessiert hatte. Habe ich eigentlich Lego Star Wars zu Ende gespielt? Bei all den aufgezählten Spielen liegt es definitiv nicht am Schwierigkeitsgrad. Und ich will sie auch noch beenden. Bei manchen Spielen entscheide ich mich aber auch dazu, sie nicht weiterzuspielen. Death Stranding hat mich nicht so wirklich gepackt. Ich glaube, da kann ich meine Zeit einfach mit anderen Spielen verbringen und mehr Spaß haben. Bei anderen Spielen ärgert es mich ein wenig, dass ich sie zu lang hab liegen lassen. In ein Rollenspiel oder allgemein Spiele mit einer komplexen Story oder vielen unterschiedlichen Mechaniken nach längerer Zeit wieder reinzukommen, kann schwierig sein. Lost Odyssey ist so ein Spiel, das bei mir auf der Strecke geblieben ist. Das müsste ich wohl nochmal von vorne anfangen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob mir das fast 15 Jahre alte Spiel in 720p und 30 FPS heute noch genauso viel Spaß machen würde wie früher. Andererseits unterscheidet sich das dann auch nicht groß vom Tears of the Kingdom Erlebnis. Also vielleicht spiele ich es ja irgendwann doch nochmal. Lost Odyssey. From Software. Die Spiele von From Software bekommen hier ihre eigene Kategorie, da sie verglichen mit den meisten anderen Spielen nun mal relativ schwer sind. Meine erste Berührung war die PC-Version von Dark Souls, die mich damals relativ schnell primär frustriert und kaum motiviert hatte. Auch wenn mir die Atmosphäre und das Spielerlebnis an sich gefiel, war an den Kauf von Dark Souls 2 oder 3 gar nicht zu denken. Ich glaube, es war nicht knapp. In der frühen Phase der PS5 konnte ich dann über Sony einen Key für Demon's Souls ergattern. In der Erwartung, wenigstens ein paar Aufnahmen von meinem Scheitern zu machen, ging ich daran. Überraschenderweise hat es mir aber ziemlich gut gefallen und ich bin immer irgendwo ein Stück weitergekommen, bis ich es durchgespielt hatte. Vielleicht wusste ich aber auch schon besser, worauf ich mich da einlasse. Diese positive Erfahrung brachte mich zu Elden Ring, welches inzwischen zu meinen Lieblingsspielen zählt.
Hier gibt es auch einfach noch mehr Möglichkeiten, irgendwas anderes zu machen, bevor man auf die Idee kommt, aufzugeben. Hier allerdings aus Zeitmangel aufzuhören, kann ich gut verstehen, denn wie Valhalla ist auch dieses Spiel sehr umfangreich. Zusätzlich wird das Spiel gegen Ende dann doch noch recht linear und es gibt schwere Bosse, die man nun mal schaffen muss, um das Spiel zu beenden. Hier gebe ich zu, dass ich YouTube konsultiert habe, um mir ein paar Tipps zu holen, da ich keine Lust hatte, Bosse 100 Mal zu probieren. Es ist vielleicht auch eine Form von Aufgeben, sich Tipps oder Hilfe zu holen, aber es ist ja auch nur ein Spiel und keine Abschlussklausur. Am Ende soll's ja primär Spaß machen. Und wenn's das nicht mehr tut und man nur auf das Erfolgserlebnis aus ist, es alleine nackig ohne Hilfe geschafft zu haben, dann ist das vielleicht dein Ding, aber meins nicht. Es gibt bei den Spielen ja in der Regel auch die Möglichkeit, sich Koop-Hilfe zu holen. Darauf habe ich aber wiederum keine Lust. Jedenfalls möchte ich nicht von irgendwelchen Fremden durch einen Boss geschleppt werden. Da waren mir die Aschegeister wiederum lieber. Jedenfalls hat mich das alles dazu gebracht, noch Dark Souls 2 zu kaufen. Ich habe es auch ein paar Stunden gespielt, dann aber abgebrochen. Vielleicht bin ich einfach zu dumm, aber ich hatte das Gefühl, dass hier entweder sehr viel Grind oder unglaubliches Geschick nötig ist. Da war ich wohl irgendwie zu ungeduldig. Da das Spiel aber nicht den besten Ruf der Reihe hat, probierte ich auch noch Dark Souls 3, was aus der Perspektive eines Elden Ring Spielers einfach nur wie ein abgespecktes Elden Ring wirkte. Und es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Der ein oder andere Boss musste auch etwas beackert werden, aber es ging alles. Bis ich mir die Zähne an den Prinzenbrüdern ausgebissen habe. Es ging einfach nicht. Keine Chance. Ich habe es schon unverhältnismäßig oft probiert. Auch mit Umskillen, anderen Waffen, Tränken. Also kam ich im Vergleich zu Teil 1 oder 2 spät an einen Punkt, an dem ich nach einem ziemlich großen Prozentsatz des Spiels sagen musste, Schluss jetzt. Du hast noch ca. 100 andere Spiele auf der Liste, die du spielen willst und immer wieder auf die Fresse zu kriegen und diese verdammte Treppe hochzulaufen, macht jetzt auch nicht so viel Spaß. Ich bin wohl einfach kein Dark Souls Spieler. Das ist okay. Man muss nicht alles können und man muss nicht alles mögen. Andererseits hat mir Dark Souls 3 eben insgesamt sehr gut gefallen und es ist etwas schade, dass ich es nicht zu Ende spielen konnte. Aber wenn der Preis dafür Get Good und damit unverhältnismäßig viel Zeit in einem Spiel ist, dann ist es das für mich eben leider nicht. Why me? Why me? 100%. Wer das Maximum aus seinem Geld herausholen möchte, das er für ein Spiel ausgegeben hat, der zieht sich den gesamten Content rein, was ein Spiel bietet. Und wenn man schon dabei ist, dann kann man ja auch noch alle Errungenschaften absolvieren, die sich Entwickler für uns ausgedacht haben. Am Ende aber nicht vergessen, auf Reddit zu gehen und einen Screenshot zu posten, damit alle erfahren, dass du es geschafft hast. Okay, das war übertrieben. Aber wenn du ein Spiel wirklich so geil findest, dass du nichts anderes machen möchtest und gar nicht genug davon bekommen kannst, dann ist das ja alles auch völlig okay. Ich denke aber, dass es meist einen Punkt in einem Spiel gibt, an dem die Spielspaßkurve sich langsam etwas Richtung Süden neigt. Und wenn ich daran denke, bestimmte Stellen oder Level auch noch öfter wiederholen zu müssen, nur um ein virtuelles Abzeichen zu bekommen, löst das zumindest bei mir nicht viel Freude aus. Etwas anderes ist das bei Nebenmissionen in Spielen. Auch hier fühlen sich so manche eher nach blödem Abarbeiten an. Der Unterschied ist nur, dass man hier am Ende etwas erhält oder erhalten sollte, mit dem man im Spiel an sich etwas anfangen kann. Wie ein schöner Poncho. See, it's in my contract. I would only agree to be in the second game if there was a poncho. Oft genug sind Nebenmissionen aber auch nur Filler-Content, die Spielzeit verlängern. Für mich ist das völlig okay, solange der eher langweilige Kram optional ist und nicht dafür benötigt wird, um das Spiel durchzuspielen. Etwa weil das eigene Level oder die Ausrüstung noch nicht gut genug ist. Das vielgescholtene Forspoken hat mir beim einmaligen Durchspielen gut gefallen. Ich fand es unterhaltsam und auch abwechslungsreich genug. Die meisten Nebenaktivitäten habe ich allerdings ausgelassen, nachdem ich ein oder zweimal Ähnliches absolviert hatte. Es war einfach nicht nötig, um weiterzukommen und das ist auch gut so. Ich würde nie auf die Idee kommen, bei diesem Spiel Platin zu holen. Aber auch bei Spielen, die nochmal deutlich besser sind, habe ich nicht den Drang, jeden Winkel zu erkunden und jede kleine Aufgabe zu absolvieren.
Für mich ist das Spiel in der Regel zu Ende, wenn der Abspann läuft und nicht, wenn alles erledigt ist, was man machen kann. Allerdings. Multiplayer. Letztens ist mir mal wieder der Begriff PvE-Rentner begegnet. Damit sollen offenbar Leute verunglimpft werden, die nicht ausschließlich Multiplayer-Spiele spielen. Nun, bis zur Rente ist es noch eine Weile hin, aber ich bin tatsächlich dieses Jahr 40 geworden und damit offiziell alt. Ist das wichtig? Seit ich ein Kind war, spiele ich viele unterschiedliche Titel und auch immer wieder Multiplayer-Spiele. Aber in der Tendenz doch insgesamt mehr Singleplayer. Und gerade in den letzten 10 Jahren interessiert mich speziell kompetitiver Multiplayer immer weniger. Erfahrungsgemäß ist das Zeitinvestment, was nötig ist, um bei kompetitiven Multiplayer-Spielen mitzuhalten, nicht gerade gering. Zusätzlich ist es leider so, dass die Reaktionszeit mit dem Alter langsam abnimmt. Wenn das mal keine hervorragende Entschuldigung dafür ist, schlecht in einem Spiel zu sein. Matchmaking funktioniert meistens nicht so gut, dass man tatsächlich mit Leuten zusammengemixt wird, die dem eigenen Können entsprechen. In manchen Spielen werden Neulinge erstmal mit Bots gepaart, um schnell Erfolgserlebnisse zu produzieren. Ist diese Honeymoon-Phase aber vorbei, gibt es gern mal so richtig auf die Fresse. Wenn es keinen Spaß macht, sollte man sich vielleicht überlegen, aufzuhören, auch wenn man vielleicht Geld für das Spiel bezahlt hat. Denn sollte man gutem Geld wirklich auch eine schlechte Zeit hinterherwerfen? Es kann natürlich auch helfen, die eigenen Ansprüche etwas herunterzuschrauben. Du brauchst nicht die gleiche Kill-Death-Ratio wie Leute, die ganz oben auf dem Leaderboard stehen. Es ist doch ziemlich realitätsfern zu glauben, dass jemand, der nur relativ wenig Zeit in ein Spiel investiert, mit Leuten mithalten kann, die praktisch nichts anderes tun und jeden Battle Pass rauf und runter grinden. Die richtige Dosis bei Multiplayer-Spielen zu finden ist schwierig. Wer aber noch andere tolle Videospiele wie eben Singleplayer-Titel spielen möchte und außerhalb davon noch etwas anderes als Videospiele zu spielen mit seinem Leben anfangen will, der sollte die Erfolge in kompetitiven Multiplayer-Spielen nicht allzu hoch bewerten und das Ganze vielleicht etwas weniger ernst nehmen. Spielt ihr immer alles zu Ende oder könnt ihr auch aufhören? Schreibt eure Meinung zu dem Thema doch in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere einfach den Kanal und guck dir doch noch eins der Videos an, die ich jetzt verlinkt habe. Vielen Dank und bis zur nächsten Mittagspackung. Tschüss!